Es ist mal wieder Gamescom, das heißt, wir drehen mal wieder eine wunderschöne Folge. Wenn ich du wäre, so mit schön dabei, Lukas. Wir brauchen uns gar nicht mehr erklären, alle Jahre wieder ist es soweit. Und im Hintergrund steht jemand, der sieht ein bisschen aus wie Romatra. Und ich würde sagen, dass du mal ganz kurz das Interview sprichst. Wenn ich du wäre, fragst du mal ganz kurz, Wieland Welte, wie ist es eigentlich bei Seven vs. Wild und warum bist du hier? Sprich ihn mal ein bisschen auf an, erzähl ihm mal kurz, was auch du für ein Stream-Zuschauer von ihm bist, ganz wie sehr kurz, du ihn feierst. Die machen eine Show, das ist kein Interview. Alles klar, und 3, 2, 1, bitteschön. Egal, Romatra, ich bin ein Riesenfan, real talk. Sehr, sehr geil. Darf ich dich kurz was fragen? Ja, bitte, klar. Romatra. Mit dem Mikrofon, oder? Ja, komm, ja, ruhig hier rein. Seven vs. Wild, wie warst du? Wild, war wild. Ja? Wild, ja klar. Aber krass, dass du jetzt, bist du jetzt schon früher hier hingekommen? Seid ihr schon raus direkt? Ja, wir haben viel gekämpft, wir waren einfach zu gut. Ach, okay, krass. Wir haben einen Sprung. Das ist geil. Aber er spielt auch mit. Das war zum Reinkommen eine ganz spannende Nummer. Wir starten auf jeden Fall gar nicht direkt rein mit, wenn ich du wäre. Okay, Freunde, nicht wundern, er musste gerade eine Hot Chip Challenge machen. War in Ordnung, oder? Entspannend. Aber bevor wir jetzt gerade reingehen, das war ja der Plan. Wenn ich du wäre, ich fange mal locker an für dein Video. Sag gerade mal Mr. Moregame hallo, der sitzt da nämlich auf dem Boden. Und grüß ihn einfach mal nett. Yo, Mr. Moregame, oder? Nein? Ich spreche kein Deutsch. Du sprichst kein Deutsch. Das ist absolut nicht Mr. Morgan. Lukas, wenn ich du wäre, nimm mal hier eine Kippe raus und kauf noch rum. Bro, du musst es der Hot Chip Challenge, das übertreibst du kommt. Ich kriege irgendwelche Krankheiten. Ja, von der Hot Chip Challenge geht es mir wahrscheinlich auch gut, oder? Ich zieh alles durch, Digga. Kannst zurück tun. Danke. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich Konst den beiden mal ganz kurz die Rechnung bezahlen. Ey Jungs, ganz kurz, nicht bezahlen. Bro. Nicht bezahlen. Noch nicht bezahlen. Er zahlt. Schon bezahlt. Hast du, willst du dir noch was aussuchen? Er zahlt deine Rechnung. Ihr wollt bestimmt ein T-Shirt, oder? Ja. Nein, ich will einen Rucksack. Du kriegst einen Rucksack. Lukas, und du suchst dir auch noch was aus. Ein Rucksack. Wer will was umsonst? Du willst auch? Einen Rucksack? So, komm her, Lukas. Geil. Komm her. Geil. Lukas, vier Teile mal für die Leute hier. Ihr könnt jeder eins aussuchen. Und was möchtest du haben? Pulli. Ein Pulli noch in X. Was machst du? XL? XXL. Und noch ein Pullover in XXL, bitte. Und noch ein Pullover in XXL, bitte. Mal einen großen Applaus für Evive. Digga. Das Gute ist, wir sind ja auf der Gamescom, das ist ja auch günstiger Merch. Also ja, und vor allem auch hochwertig. Ja, ja. Knappe 258. Machst du 300 raus, Lukas, ja? Bro! 300 dann. Oh! Karte, ja. Alles klar, danke. Lukas, wir haben jetzt einen Termin, wir müssen weiter, aber ey, Bro, Dankeschön. Danke. 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 Lukas, was wäre ein Gamescom, wenn ich du wäre, ohne unseren Sponsor Opera GX? Yeah. Bevor wir dazu kommen, schauen wir zuerst mal den Stand an. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich alle Aufkleber am Stand hier einsammeln und mal deinen kompletten Body ein bisschen rebranden. Weißt du, was ich meine? Dich mal ein bisschen zutapen, mach das mal. Und ich erzähle den Leuten mal ganz kurz was über Opera GX. Let's go. Leute, Opera GX ist nicht nur der beste Gaming-Browser, den es da draußen gibt. Nein, es ist vor allen Dingen auch der einzige. Und es gibt jetzt ein paar Neuheiten. Unter anderem können wir hier Custom-Mods installieren. Und es gibt mittlerweile auch einen Rewindzeit-Mod. Und wenn ich sage, ich hätte ihn gerne, dann kann ich ihn einfach wieder reinmachen. Und dann haben wir den Rewindzeit-Mod. Und das ist extrem nice. In meinem eigenen Browser-Mod habt ihr außerdem Sachen, die anders als bei normalen Mods customized sind. Unter anderem Hintergrundmusik, Sound beim Tab öffnen und schließen. Yo, was geht? Ciao, ciao. Tastatur-Eingabesound und einen Revi-styled Wallpaper. Wenn ihr unter diesem Link den Mod herunterladet, dann gibt es sogar eine Sektion, bei der ihr die letzten 12 Videos auf meinem Kanal angezeigt bekommt. So verpasst ihr von mir gar nichts mehr. Und das ist auch besser so. Was hat Opera GX noch? CPU-Performance, eingebauten App-Blocker und so weiter und so fort. Zusätzlich dazu gibt es natürlich noch die GX Corner. Lukas, ganz kurz, wie läuft's bei dir? Machst du weiter, im Nacken ist noch Platz. Junge! Gibt's hier oben einen Veröffentlichungskalender, wo man die sämtlichen Releases der neuesten Games sieht. Hier eine Sidebar, CPU-Auslastung, Control, man kann seinen Browser clean lassen, man kann sich hier die Live-Kanäle einbinden in der Sidebar und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt richtig viel customizen im Browser. Und hier kann man sich einmal mit einem GX-Account anmelden. Eine absolute 10 von 10 für Gamer unter euch. Hi, ich bin Rewindzeit und ich bin Gamer. Genau das Richtige. Lukas, ich glaube, wir können los. Ich glaube, sau langsam. Alles klar, passt. So, Lukas, ich glaube, du bist dran. Wenn ich du wäre, okay, wenn ich du wäre, da spielen gerade irgendwelche Leute, die machen irgendeinen Highscore. Ja? Ich muss nur gucken, der rechts, der ist am Sweaten. Oh nein. Du gehst jetzt einfach dahin. Bro, du übernimmst jetzt einfach. Bro, overtaking. Okay. Ich bin jetzt dran. Digga, nein. Ich bin dran. Digga, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ich bin dran, Bro. Oh, Bro. Wir müssen zusammenspielen. Fick dich, ey, Alter. Okay, du darfst noch mal. Nein. Du kannst noch mal. Nein. Okay, und noch Zusatzaufgabe. Du gibst ihm als Entschädigung 50 Euro. Der arme Bro, der arme. Hat er dir gerade den Highscore kaputt gemacht? Nee, aber einfach, es nervt. Das macht man nicht. Das macht man auch nicht. Aber weißt du was, ich darf ihm Aufgaben geben heute. Wünschst du dir irgendwas? Wuffi, das ist eine Entscheidung, oder? Ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Lieber. Okay, hau rein. Ciao, ciao.
Lukas, Junge. Wenn ich du wäre, siehst du extrem gut aus, aber... Danke. Siehst du diesen Reifen? Ja. Den würde ich mal ein bisschen durch die Halle treiben, mein Lieber. Den nimmst du runter und rollst du mal ein bisschen. Eine Tastatur mitnehmen ist die eigene Sache, aber das ist ein Rennreifen. Du brauchst doch einen neuen Rallye-Reifen. Genau wegen so Sachen wird man rausgeschmissen. Ja, dann. Und jetzt gehst du aber vorne bei den Spielen, dass die das auch sehen. Jetzt geh mal in den Stand rein und frag, ob sie den verloren haben. Moin, ist gut. So, also wer da nicht Bock auf die DTM hat, geht's mit dem Reifen. Ich muss mal ganz kurz durch, danke. Danke. Hallo. Ja? Ja? Ja, nichts, ich dachte, man kann die nehmen. Ah, die Reifen kannst du nicht mitnehmen. Ach so. Guck mal, der hat so viel Bock auf Rennen, dass er hier die Reifen mitnimmt. Heute sind alle sehr, sehr sauer. Lukas, den Reifen bitte stehen lassen. Ich bräuchte einmal kurz die Tüte der Asservaten, denn Lukas. Bro, gönnt euch das mal, Freunde. Er nimmt zu einem Dreh so eine Tüte. Ja, okay. Wo ist der Popcorn-Mann? Lukas! Bro, gerade laufe ich als, muss ich als Hund mit dir Gassi gehen. Ja, das könnt ihr Leute ja in deinem Video sehen. Einmal ins Popcorn-Kostüm. Ja, was, hä? Was ist das? Popcorn-Kostüm. Ja, okay, aber es macht. Wenn ich du wäre, Lukas. So, und dann habe ich kein Popcorn, cool. Du hast kein Popcorn? Das ist falsch, oder? Nee, das ist richtig so. Lukas, da will ich jetzt kurz eingekleidet haben. Ja. Wenn ich du wäre, versuchst du kurz 10 Euro durch Popcornverkäufe auf der Gamescom für mich gewinnbringend zu erzielen. Okay. Viel Spaß! Servus, kurze Frage. Ihr seht aus, als hättet ihr richtig Bock auf Popcorn, oder? Ja, das ist günstig. Eine ganze Tüte, gerade mal 5 Euro. Danke. Du auch nicht. Nee, sorry. Man muss ein Nein akzeptieren. Kommst du bitte weiter? Popcorn, 5 Euro! No Popcorn for you? No Popcorn for me. Okay. Kurze Frage, sprichst du Deutsch? Yes. Geil, ich auch. Yes. Hast du Bock, Popcorn zu kaufen? Nicht Cockporn. Eine Tüte, gerade mal, 5 Euro. Alter, vom Popcornmeister. Das sehe ich genauso. Nee, zwei gibt's zum Aktionspreis für einen Zehner. Nee, ich habe auch 5 Euro. Geil. Glaub mir, dass Popcorn schmeckt. Ja, mit dem Geld, Lukas, das ist mein Geld. Sehr gute, selbstgemachte Marke, ja. Eine Packung, 5 Euro. Also? Ja, wirklich. Das ist ein Schnapper. Hey, was hast du denn? Pass auf, das Popcorn vom Popcornmeister. Ich gebe dir 5 Euro, du behältst die, nimmst die beiden Popcorn-Tüten und du hast es geschafft, Lukas. Super. Geil. Nächste Aufgabe für dich, mein Freund. Und zwar nehmen wir es in Stand. Da gibt es so Figuren. Ja. Die sind in der Vitrine, ich nehme mal stark an, die kosten nicht nur 5 Euro. Wir fragen mal kurz die Teile. Da stehen überall so Preise von so 35, 40 Euro und sowas. Wir warten einfach mal unverbindlich auf jemanden, der vorbeikommt und eine kaufen will. Moin, kurze Frage, hast du Interesse irgendwas? Brauchst du irgendwas? Ich glaube, ich weiß nicht, ob mir die Maus angeht. Ich glaube, sie, ja doch, sie gefällt dir. Was kostet die? 35. Ja, easy, holst 2 einfach. Kennst du Revinzeit? Klar. Der hat einen guten Tag heute, der schenkt dir alles. Na Bruder, kostet ja nur 65 Euro, ne? So ein Bowser kommt schon gefährlich. Du bist doch YouTuber. Oh, ja. Könnt ihr Deutsch? Ja. Ja, willst du die haben? Kennst du Revi, den YouTuber? Weil er gibt dir heute alles aus, deswegen such dir gerne eine aus, er bezahlt die gleich. Nee, ohne Witz, das macht er gleich. Ja, ja, safe, mach ich. Ja. Oder wisst ihr was? Such du dir auch noch was aus. Ja, ja, sucht euch beide noch eine Figur gerne aus. Dann macht das doch. Dann sucht euch doch beide noch eine Figur aus. Ey, da freust du dich ja. Ja, ja, das ist doch schön. Geil, ja? Machen wir. Revinzeit, mein Freund. Ja. Wir haben hier noch einen glücklichen Ach, Kunden. Du möchtest dir auch was kaufen, ja? Da sucht er doch was aus. Hat er schon. Ja? Ja, sag das dem Mann gerne. Okay, mit Couch. 150 für einen. Wo ist denn die Dame mit dem Picknickkorb? Bitte schön. Aber er freut sich. Nein, weil ich mach das sehr, sehr gerne. Ich verstehe. Das kommt von Herzen. Schau mal, das ist einmal für dich. Bitte schön. Ach so, ja, nicht zu danken. Lukas, es reicht jetzt langsam mal, Bro. Ich habe dir fast 300 Euro gelassen. Okay. 400 Euro an den Stand. Es reicht jetzt mal. Thank you. Have a good one. Bye, bye. Thank you. Tagesziel vom Umsatz erreicht. Ja. Lukas, ja. Wir sind hier gerade bei Red Bull, bei meinem Sponsor Red Bull. Tanzabot, einmal in die Kamera. Hey, Red Bull, Beste. Letzte Aufgabe für dich. Ja. Lukas, wenn ich du arbeitest du jetzt mal ganz kurz an der Bar und machst mir mal einen kleinen Cocktail. Ich kann das nicht, ich habe noch nie mal im Leben Cocktail Alles gemacht. Gut. Ich habe noch nie mal im Leben Cocktail gemacht. Zieh mal den Rucksack aus. Ich kann jetzt nicht einfach da rein. Lukas, es ist Red Bull, die schmeißen nur dich raus, nicht mich. Moin. Servus. Ich muss dem Kollegen kurz mal einen Cocktail machen. Ja, Lukas, was? Machst du mir kurz einen so mit Zitrone und Limette? Klar, safe. Danke dir. Was denn? Ich würde dich beeilen. Achso, ja, ich mach schnell. Ja, ja. Campari und Jäger hätte ich gerne. Zitrone, Limette war das, ja? Limette, ja. Weißt du was für dich? Pack dir noch ein Gürkchen rein, ne? Gürkchen, danke schön. Ja. Oder noch ein Gürkchen, ne? Machst du mir, ja? Ja, ja, mach ich. Dazu bitte blaues Red Bull on top, ja? Wodka einfach nur. Cola meinst du? Ja, das ja, ist Jägermeister. Wir. Alles gut, mein Freund. Danke dir. Ja, Lukas, ja, ich will's auch noch trinken können. Alles gut, Bro, du weißt doch. Lukas, Eiswürfel? So. Bitte Red Bull noch on top. Wo ist Red Bull? Ja, hinter klar, dir im Kühlschrank. Habt ihr? Ja. Perfekt, sauber, danke. Dankeschön. Pass mal auf. So. Hohalm? Brauchst du nicht. Nimm einfach das Basilikum, mein Freund. Danke dir. Wünsch dir was, gell? So, nächster.
Ist eine 10 von 10. Danke euch, Jungs. Danke, danke. Lukas, die allerletzte Aufgabe. Bro, es ist eine Abmod. Es ist keine Abmod. Natürlich ist es eine Abmod. Es ist eine Abmod, in der noch was geschehen wird. Du hast heute extrem wenig getrunken und das, Bro, ist mir auch aufgefallen. Ich werde nicht schlafen können, wenn ich jetzt noch mehr Red Bull trinke. Nein, du brauchst kein Red Bull trinken. Wenn ich du wäre, lebt ja auch davon, dass man mal was für andere tut. Ne? Ich war jetzt eben natürlich für die ganzen Zuschauer vor mir da. Zieh ihn schon, Bro, mal kurz auf. Ich habe genauso alles gekauft. Ja, hast du. Lukas, ich möchte jetzt, dass ich während die Abmoderation mache, dass du alle Flaschen Wasser trinkst, die ich dir auf den Kopf stelle, ja? Junge! Das sind so 8, 9 Flaschen vielleicht. Vielleicht stirbst du an Überwässerung oder sowas. Aber Lukas, im Endeffekt, Bro, Hydration ist bei den heißen Temperaturen sehr, sehr wichtig. Weißt du, was ich meine? So, Lukas, lass es dir schmecken. Meine lieben Freunde, das ist tatsächlich kein Wasser, sondern Abführmittel. Das weiß Lukas nicht. Das war's mal wieder von der wunderschönen Folge von Wenn ich du wäre. Lukas, trinkst die Flaschen bitte leer. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei meinen zahlreichen Partnern. Bei Red Bull, bei Operagix. Lukas, es läuft alles raus. Bei Operagix, bei Samsung. Ich habe so viele Partner, ich müsste sie alle erstmal aufzählen können. Das ist der Wahnsinn. Trinkt auf jeden Fall genug auf der Messe, wenn ihr da seid. Ich hoffe, wir haben es gesehen. Lukas, bitte weiter trinken. Falls ihr mal Lust habt, könnt ihr auch gerne bei Evive vorbeischauen, denn auch da gibt es ein wunderschönes Video zu sehen. Trinkst du bitte weiter, ja? Und im Großen und Ganzen kann ich einfach nur... Lukas, du trinkst Hoppala, es, trink es aus. Kann ich einfach nur sagen, vielen Dank für diese wunderschöne Gamescom. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und hier kommt noch einmal für euch, live on stage, der Bär. Junge.